Kroatien. Urlaubsparadies an der Adria. Die Schönheit des Landes zieht Millionen Urlauber aus der ganzen Welt an. Normalerweise ist es hier eher zu voll. In diesem Jahr ist alles anders. Wer in diesem Sommer kommt, hat das Land fast für sich allein. Wenn man so von Deutschland hört, dass sich an der Ostsee alles knubbelt und so, glaube ich, hatten wir hier um uns herum einfach mehr Platz. Es ist wenig, super wenig los einfach. Das finden wir toll. Wegen der Corona-Krise sind deutlich weniger Touristen gekommen. Für sie ist es das perfekte Urlaubserlebnis. Andere bangen um ihre Existenz. Klar habe ich Angst vor der Zukunft. Ich weiß nicht, für wen ich bald noch arbeiten soll. Wir leben alle vom Tourismus. Wie hart trifft die Corona-Krise Kroatien? Was bedeutet sie für die Hauptattraktionen des Landes? Und wie gehen die Menschen hier damit um? Dubrovnik, die wohl bekannteste Stadt Kroatiens. Die Altstadt ist UNESCO-Weltkulturerbe und Tourismusmagnet. Es ist Hauptsaison, doch die Straßen und Restaurants sind leer. Abstand halten ist hier im Moment kein Problem. Die wenigen Touristen, die zurzeit da sind, erleben die Stadt von einer ganz ungewohnten Seite. Wir sind sehr positiv überrascht, dass es jetzt doch wirklich sehr leer ist. Und auch auf der Mauer waren wir fast alleine, waren natürlich sehr früh da, aber auch jetzt hat man nicht das Gefühl, dass man von Touristenmassen irgendwie erdrückt wird. Ja, echt gute Zeit gerade, weil wirklich wenig Touristen ist schön eigentlich. Ich habe schon gehört, wie überlaufen es sonst ist hier. Ivan Sokic lebt in München und kommt seit 10 Jahren jeden Sommer nach Dubrovnik. Also jetzt ist noch am schönsten. Letztes Jahr war viel zu viel los. Also das hat irgendwo eine kumuliert, irgendeine Grenze erreicht. Letztes Jahr hat es echt keinen Spaß mehr gemacht. Um diese Uhrzeit hätten sie nicht durch die Straßen laufen können, war viel zu viel los. So sieht es am Piletor, dem Eingang zur Altstadt, heute aus. Und so war es vor 2 Jahren. 2018 haben wir Dubrovnik schon einmal besucht. Damals haben sich jeden Tag tausende Touristen in die Stadt gedrängt. Sie kamen mit Reisebussen, mit dem Flugzeug und mit dem Kreuzfahrtschiff. An den Eingängen zur Altstadt steuerte ein Leitsystem die Menschenströme, wie im Freizeitpark. Der Sender CNN kürte Dubrovnik zu einem der Top-Ziele, die man lieber meiden sollte. Die Stadt sei überbesucht. Für die 1500 Menschen, die innerhalb der Stadtmauern leben, wurden die Touristenmassen immer mehr zum Problem. Überall stehen Tische, etwas zu viele. Hier gibt es kaum mehr Platz für uns. Die Kinder haben keinen Raum zum Spielen. Es geht nur um Kommerz. Es gibt hier eine Radiostation, die uns Einwohner manchmal morgens darüber informiert, dass 6 Kreuzfahrtschiffe in der Stadt sind und dass wir deshalb heute lieber nicht aus dem Haus gehen sollten, wenn es geht. Das ist überhaupt nicht schön. Damals, vor 2 Jahren, haben wir die Stadtführerin und Galeristin Thea Batinic getroffen. Sie empfand ihre Heimatstadt als geradezu belagert von Touristen. Entschuldigung, das hier ist unsere Nationalbibliothek. Wir haben drinnen gleich eine wichtige Veranstaltung und müssen da reingehen. Wenn Sie 100 Meter weitergehen, sind Sie im Hafen. Da gibt es tolle Bänke und Sie können essen und die Aussicht genießen. Es ist viel schöner.
Diese Touristen haben keine hohen Ansprüche. Sie sind zufrieden damit, auf dem Boden zu sitzen und ein Stück Pizza zu essen. Oder sie rennen durch die Stadt, weil sie in kürzester Zeit alles sehen wollen. Ich finde das schade. Der Stradun, die Hauptstraße Dubrovniks, damals und heute. Wir treffen Thea wieder, wollen wissen, wie es ihr geht, was sich in Dubrovnik verändert hat. Das Leben bringt immer neue Probleme mit sich. In diesem Jahr haben wir das Corona-Problem. Die ganze Welt hat das. Das ist ein Szenario, das sich niemand vorstellen konnte. Nicht mal im Science-Fiction-Film. Dass die ganze Welt einfach stillsteht. 2 Monate lang war Dubrovnik im Lockdown. Endlich sehen wir wieder die Marmorsteine unter unseren Füßen. Es war so voll, dass man nicht mal mehr den Boden gesehen hat. Vor 10 Tagen war es hier noch komplett leer. Es war fast gruselig, dass uns gar niemand mehr besucht. Wir Anwohner haben uns wohlgefühlt innerhalb der alten Stadtmauer. Sicher. Ehrlich gesagt haben wir es sogar etwas genossen, unsere Stadt zurückzubekommen. Kroatien ist glimpflich durch die erste Pandemiewelle gekommen, hat seine Grenzen bereits Ende Mai wieder für Gäste aus einigen europäischen Ländern geöffnet. Aber noch Mitte Juli steuerten kaum Flugzeuge Dubrovnik an. Während wir drehen, ist nur 1/10 der Gäste vom vorigen Jahr hier. Die, die da sind, können die Schönheit der Altstadt so genießen, wie es jahrelang nicht mehr möglich war. Thea kann vor ihrer Galerie jetzt endlich Kunstwerke ausstellen. Schau mal, die Tische. Bis hierhin war alles voller Restaurantgäste. Wenn ich eine Ausstellungseröffnung machen wollte, musste ich den richtigen Moment abpassen, damit wir uns nicht gegenseitig stören. Wenn Leute Geld verdienen wollen, fangen sie an, mehr und mehr Platz einzunehmen. Und jedes bisschen mehr Platz hat mich ein bisschen wütender gemacht. Thea erzählt uns, dass in diesem Jahr andere Touristen nach Dubrovnik kommen als sonst. Familien mit Kindern und Menschen, die die besondere Atmosphäre genießen wollen. Doch nicht jeder ist froh darüber, die Stadt so leer zu sehen. Fast alle in Dubrovnik leben vom Tourismus. Seit dem Frühjahr brechen ihre Einnahmen weg. Überall sehen wir Rabattaktionen. Geschäfte, die in dieser Saison gar nicht erst aufgemacht haben. Läden, die bereits zum Verkauf stehen. Das Pubica. Hier gibt es Kaffee und hausgemachten Kuchen. Inhaberin Nikolina Facic hat erst vor kurzem wieder geöffnet. Sogar die Weihnachtsdeko hängt noch. Eine Erinnerung an bessere Zeiten. Wir haben eigentlich nur wegen der Atmosphäre in der Stadt geöffnet. Wir wollten die Menschen aufheitern, denn es war wirklich leer hier auf den Straßen. Man hat niemanden mehr getroffen. Wir wollten einfach wieder anfangen. Start again. Bislang ist das Café vor allem morgendlicher Treffpunkt für die Einheimischen. Den Rest des Tages ist es leer. Es fühlt sich an, als hätte man im Januar geöffnet. Genau, es ist Juli. Das Wetter ist gut, nur das Business leider nicht. So wie Nikolina geht es fast allen Gastronomen in Dubrovnik. Die Zahl der Cafés, Bars und Restaurants orientiert sich an den 5.000 bis 6.000 Touristen, die normalerweise pro Tag nach Dubrovnik kommen. Deshalb sind sie alle so leer. Wir haben zurzeit nur wenige Touristen, beziehungsweise gar keine. Nur 10% von denen, die normalerweise da wären, sind gekommen. Es gibt Hilfe vom Staat und von der Stadt. Nikolina und die anderen Gastronomen müssen weniger Gebühren für ihre Außenterrassen zahlen. Es gibt eine Art Kurzarbeitergeld für die Angestellten. Etwas Hilfe bei den Mieten. Reicht das aus?
Es ist wirklich eine Herausforderung. Wie will man sein Geschäft planen mit einem Jahr ohne Einnahmen? Ich glaube, dass wir noch in diesem Jahr sehen werden, wie viele Bars und Restaurants schließen müssen, trotz der Hilfsmaßnahmen. Wir müssen mindestens auf 30-40% unserer Einnahmen kommen. Damit kann man überleben. Aber mit 10%? Das ist hart. Das ist fast unmöglich. Ob ihr Café die Krise überstehen wird? Nicolina weiß es noch nicht. Viele in Dubrovnik machen sich große Sorgen um die Zukunft. Und vor 2 Jahren? Da herrschte Goldgräberstimmung. Viele versuchten schnell viel Geld zu machen. Zum Beispiel mit dem Hype um die Erfolgsserie Game of Thrones. Teile der mittelalterlichen Fantasy-Saga wurden in Dubrovnik gedreht. Überall in der Stadt sahen wir Fans auf Spurensuche. Geführt von professionellen Tourguides wie Dora Nikolic. Dora zeigte Gruppen mit bis zu 40 Personen die Schauplätze der Serie. Darunter viele Fans aus Übersee. Wir machen bis zu 8 Game of Thrones Touren pro Tag. Sie sind immer ausgebucht. Die Nachfrage ist riesig. Viele Menschen kommen nur nach Dubrovnik, weil die Serie hier gedreht wurde. Das hat unseren Tourismus extrem beeinflusst. Das ist natürlich sehr gut für uns. Diese Treppe war das Highlight der Tour. Hier wurde der sogenannte Gang der Schande gedreht. In der Serie läuft eine der Hauptfiguren hier nackt hinunter, zur Strafe. Es kommen sehr viele Leute hierher, die den Gang der Schande nachstellen. Sie lassen die Glocke läuten und rufen Schande. Das ist sehr witzig, bis sie sich ausziehen. Ja, das tun sie, sehr oft sogar, vor allem nachts, nach ein paar Drinks. Dann halten sie das für eine gute Idee. Die Game of Thrones-Touristen, die Busreisenden und die Kreuzfahrtschiffgäste, sie verstopften zur Hauptsaison die engen Gassen. Um die Besucherzahlen irgendwie in den Griff zu bekommen, verabschiedete die Stadtverwaltung ein Maßnahmenpaket, das in diesem Jahr Wirkung zeigen sollte. Dann kam Corona. Der Hafen von Dubrovnik heute. Zurzeit liegt hier nur ein einziges Kreuzfahrtschiff. Reisende sind nicht an Bord. Das Schiff überwintert nur, erzählt uns Hafendirektor Jelko Ragus. In diesem Jahr werden überhaupt keine Kreuzfahrtschiffgäste hierher kommen. Bis zum 1. April 2021 sind alle Kreuzfahrtschiffreisen mit Halt in Dubrovnik abgesagt. Erst für die Zeit danach haben sich Schiffe angekündigt. Aber das kann sich auch noch ändern. Wir werden erst im März des kommenden Jahres wissen, ob die Schiffe tatsächlich hierher kommen, ob die Situation sich beruhigt hat. In den vergangenen Jahren war hier alles voller Kreuzfahrtschiffe. Für uns, den Hafen, war das kein Problem, für die Stadt aber schon. Deshalb hat die Stadtverwaltung die Regel eingeführt, dass nur 2 Schiffe auf einmal hier anlegen dürfen, statt 4 oder 5. Denn es gab ein zu großes Gedränge in der Altstadt. Die Touristen konnten die Stadt nicht mehr genießen. Es war einfach zu voll. Das neue Programm der Stadt Dubrovnik heißt Respect the City. Es begrenzt die Zahl der Kreuzfahrttouristen, die sich gleichzeitig in der Altstadt aufhalten dürfen. Auch die Zahl der Tagestouristen insgesamt wird kontrolliert. Wer Dubrovnik nur für wenige Stunden besuchen möchte und nicht hier übernachtet, muss vorab ein Online-Ticket buchen. Wegen der Corona-Krise hat die Stadt das Programm vorübergehend ausgesetzt. Leider ist die Situation so, wie sie ist. Aber wir hoffen, dass es schon bald wieder bergauf geht, dass man hier wieder Schiffe sieht und viele Touristen die Stadt besuchen. Der Tourismus macht in den kroatischen Küstenorten bis zu 90% der Einkünfte aus. Was, wenn auch 2021 ein schlechtes Jahr wird? Wovon sollen die Einheimischen dann leben? Darüber machen sie sich auch hier Gedanken. Anna Slabowska gehört das Hotel Starigrad.
eins der wenigen Hotels mitten in der Altstadt. In einem normalen Jahr wären sie jetzt voll belegt. Auch das dazugehörige Restaurant wäre jeden Abend ausgebucht. Stattdessen Stornierungen, leere Tische. Es ist traurig. Wir sind traurig. Wir lieben unsere Arbeit, unsere Gäste. Wir treffen hier normalerweise so viele interessante Menschen. Das treibt uns an. Und wir müssen auch auf die finanzielle Seite gucken. Wir haben mehr als 20 Angestellte. Durch die Corona-Krise seien viele Probleme sichtbar geworden, sagt Anna Slabowska. Die kroatische Wirtschaft sei zu abhängig vom Tourismus. Nach dem Jugoslawienkrieg sind viele Industriezweige in Kroatien verschwunden. Fabriken wurden geschlossen oder verkauft. Und alle haben sich auf Tourismus fokussiert. Ich hoffe, dass unsere Regierung etwas aus dieser Krise lernt, dass sie etwas dafür tut, andere Branchen zu fördern und nicht mehr nur auf Tourismus setzt. Die Menschen wollen hier arbeiten. Aber leider haben viele das Land verlassen, vor allem seit wir der EU beigetreten sind. Die meisten, die wirklich hart arbeiten und etwas aufbauen wollten, sind weggegangen. Noch verbreitet das kroatische Tourismusministerium Hoffnung. Anna ist da skeptischer. Wir reisen weiter. Der Nationalpark Plitvicer Seen, UNESCO-Weltnaturerbe. Die weltberühmten 16 Seen sind verbunden durch Wasserfälle und Stromschnellen. Es ist der älteste und größte Nationalpark Kroatiens. Mega schön, schon atemberaubend, generell die Farben vom Wasser und generell auch mit dem Wasserfall im Hintergrund, macht schon Spaß. Also Plitvice Seen wollten wir voriges Jahr schon machen, aber das war uns zu voll. Dieses Jahr ist besser. Nur wenige Kilometer von den Plitvice Seen entfernt liegt dieser Campingplatz. Seine 2500 Stellplätze sind in normalen Jahren immer ausgebucht. Aktuell sind nur rund 200 belegt. Viele Besucher sind diesmal spontan gekommen, ohne Reservierung. So wie dieses Paar aus Oberbayern. Es ist super wenig los einfach. Das finden wir toll. Wir können viele Sachen angucken, die wo halt sonst sehr überlaufen sind. Wie zum Beispiel die Plitvicer Seen. Deswegen sind wir ja eigentlich hier. Die wollen wir uns morgen angucken und hoffen halt, dass wir unsere Ruhe haben und das genießen können. Diese beiden kommen aus Nordrhein-Westfalen. Wenn man so von Deutschland hört, dass sich an der Ostsee alles knubbelt und so, glaube ich, hatten wir hier um uns herum einfach mehr Platz und ja, das Wetter spricht für sich. Ich denke, alles richtig gemacht. Der Eingang zu den berühmten Plitvicer Seen. Hier ist so wenig los, dass sogar noch entspannt Handwerksarbeiten gemacht werden können, wie sonst nur in der Nebensaison. Zum Vergleich, Aufnahmen von 2018. Damals sah es hier so aus. Im Hochsommer quetschten sich pro Tag bis zu 17.000 Touristen über die schmalen Wege des Parks. Viele Besucher fanden es damals zu voll. Man würde gerne stehen bleiben, aber dann sind schon die Nächsten da, die Fotos machen wollen. Wenn die Hälfte der Leute hier wäre, wäre es auch schon ziemlich voll. Das ist ja ein Nationalpark. Da können die doch nicht unbegrenzt Leute reinlassen. Und heute ist es deutlich entspannter. Die Zahl der Menschen, die den Park pro Tag betreten dürfen, ist wegen Corona deutlich begrenzt. An jedem der beiden Eingänge werden pro Stunde maximal 300 Personen eingelassen. Und Besucher müssen ihr Ticket vorab online reservieren.
Aber noch kommen so wenige, dass sie auch vor Ort noch Eintrittskarten bekommen. Sanja Ivankovic von der Parkverwaltung zeigt uns, mit welchen Maßnahmen man im Park die Sicherheit der Besucher gewährleisten will. Wie Sie sehen können, desinfizieren wir alle Flächen, die Viren übertragen könnten. Wir halten uns an alle Vorgaben der Gesundheitsbehörde. Gemäß den momentanen Empfehlungen haben wir auf den Booten keine Maskenpflicht. Aber in den Panoramazügen muss Maske getragen werden. Sanja Ivankovic glaubt nicht, dass es im Park zu Ansteckungen kommen könnte. Er sei zu weitläufig. Wir haben hier 22 Kilometer angelegte Wege. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass es kein Problem ist, Abstand zu halten und alle Vorgaben des kroatischen Instituts für öffentliche Gesundheit einzuhalten. Doch obwohl nur wenige Besucher da sind, kommen sie sich rund um die Park-Highlights auf den schmalen Stegen schon mal sehr nah. Und Maske trägt hier kaum jemand. Diese Freundinnen aus Darmstadt haben gemischte Gefühle. Ich persönlich fühle mich nicht so sicher, weil jetzt auch das Corona-Risiko hier ein bisschen gestiegen ist. Teilweise waren die Wege eng und dann hatte man schon ein bisschen Kontakt mit anderen Menschen, auch wenn man darum gebeten wird, Fotos zu machen von anderen Menschen. Aber sonst ist es sehr ruhig und viele Wege waren auch frei. Eigentlich eine gute Umgebung, um Corona einfach mal zu vergessen, finden Sie. Also ich finde, hier merkt man viel weniger von Corona als in Deutschland. Einfach auch, weil es hier vielleicht nicht so ernst genommen wird, aber auch, weil man in der typischen Urlaubsstimmung ist und dann irgendwie sich insgesamt mit anderen Dingen beschäftigt, finde ich. Also insgesamt ist es hier sehr viel entspannter und angenehmer. Für diejenigen, die vom Tourismus leben, sieht die Situation komplett anders aus. Sie spüren die Krise jetzt, zur Hochsaison, ganz besonders. Vergangenes Jahr um diese Zeit war das Restaurant jeden Tag voll. Und wie Sie sehen, jetzt ist es leer. Die Leute haben Angst vor Corona, so ist das eben. Klar habe ich Angst vor der Zukunft. Ich weiß nicht, für wen ich bald noch arbeiten soll. Hier leben alle vom Tourismus. Die Gegend um den Park wirkt wie ausgestorben. Das bedeutet riesige Verluste, auch für Privatleute, die hier investiert haben. Dieses Apartmenthaus wurde erst vergangenes Jahr fertiggestellt. Eigentlich sollte es jetzt Geld abwerfen. Ich komme hier regelmäßig vorbei und schaue, ob alles in Ordnung ist. Mein Sohn hat dieses Haus gebaut, um was dazu zu verdienen. Er arbeitet in einer Textilfabrik. Da verdient man kaum was. Letztes Jahr hat er für 2 Monate aufgemacht, im Juli und August. Hat ein bisschen was verdient. Und dieses Jahr nichts. Gar nichts. Er hat Frau und 3 Kinder. Aber was soll er machen? Im Nationalpark rund um die Seen leben gerade mal 4000 Menschen. Jenseits des Tourismus ist es eine arme, wirtschaftlich schwache Region. Viele hier wollten ein Stück vom Tourismuskuchen abhaben, haben Kredite aufgenommen und Häuser gebaut. Von einfachen Ferienzimmern bis zu Luxus-Apartments mit eigenem Pool. Über den Bauboom mitten im UNESCO-geschützten Gebiet haben wir bereits vor 2 Jahren berichtet. Damals haben wir mit Damir Stolan gesprochen, der früher Manager in Zagreb war und nun Apartments vermietet. Als wir 2014 mit dem Vermieten angefangen haben, hatten wir vielleicht 120 Konkurrenten. Heute sind es mehr als 600. Diese Gegend hier entwickelt sich sehr, sehr schnell. Die kleinen Leute investieren viel Geld, weil wir so viele Besucher hier haben. Einerseits ist das in Ordnung so, aber andererseits kommen mit dieser großen und schnellen Entwicklung auch Probleme. Der Bauboom, die vielen Touristen, all das hatte auch Schattenseiten. Die Abwasserstruktur in den Gemeinden des Parks war 2018 noch nicht für so viele Gäste ausgelegt. Wohin also mit dem Schmutzwasser?
Bürgermeister Ante Kovac brachte uns zum sogenannten 17. See, einer illegalen Sickergrube, mitten im Naturschutzgebiet. Okay, ja. Oh ja, ich kann es riechen. Herzlich willkommen beim 17. See. Ja. Das hier ist die dunkle Seite der Plitvicer Seen. Ein See aus Müll und Schmutzwasser, mitten im Nationalpark. Bestialischer Gestank. Wie konnte das sein? Der Direktor der Wasserwerke erklärte das damals so. Man hat sich einfach nicht darum gekümmert. Das ist reine Untätigkeit. In Kroatien ist das so. Besser nicht den Finger krumm machen. Das war vor 2 Jahren. Und heute ist der sogenannte 17. See Geschichte. Nur ein Loch erinnert noch an die illegale Sickergrube. Etwa 100 Meter weiter steht jetzt eine kleine Wasseraufbereitungsanlage. Ein Projekt der Parkverwaltung und des kroatischen Umweltministeriums. Hier treffen wir Bürgermeister Ante Kovac wieder. Wir wollen wissen, wie es dazu kommt, dass das Problem nun doch gelöst wurde. Es gab Demonstrationen der lokalen Bevölkerung. Es gab Proteste der Veteranen, die diese Region hier während des Bürgerkriegs verteidigt haben, weil wir unsere Natur hier fast selbst vernichtet hätten. Ihr Journalisten habt auch eine große Rolle gespielt. In der Regel ist das so. Wenn wir Politiker an die Wand gedrückt werden, müssen wir irgendwann endlich handeln. Die Aufbereitungsanlage reiche für die Abwassermengen in der Spitzensaison aus, sagt Ante Kovac. Nur in diesem Jahr wird sie das nicht unter Beweis stellen können. In diesem Jahr haben wir ein anderes Extrem. In dieser Saison würden eine Toilette und eine Sickergrube ausreichen. Das ist schon ein finanzieller Schock für uns. Ante Kovac will uns zeigen, wie sehr die Corona-Krise die Gegend um die Plitvicer Seen getroffen hat. Normalerweise ist hier in den Dörfern rund um die Seen zur Hauptsaison alles voller Autos. Es gäbe hier jetzt keinen einzigen leeren Parkplatz und kein einziges freies Zimmer. Im vergangenen Jahr haben fast 2 Millionen Menschen den Nationalpark besucht. Viele haben hier 2, 3 Tage verbracht. Sie können sich vorstellen, was für ein finanzieller Verlust das sein wird. Dieses Jahr wird kritisch. Wir hoffen, dass es sich schon nächstes Jahr wieder normalisiert. Aber vielleicht bin ich da zu optimistisch. Denn der Tourismus ist ein empfindlicher Wirtschaftszweig, der sich nur langsam erholt. Zurzeit hangeln sich in der kroatischen Tourismusbranche viele von Monat zu Monat und hoffen, dass vielleicht doch noch ein paar Gäste mehr kommen. In Kroatien gibt es kaum große Hotels. Den Großteil der Betten, bis zu 80%, vermieten Privatleute. Einer von ihnen ist Damir Sturlan, bei dem wir schon vor 2 Jahren übernachtet haben. Auch dieses Jahr checken wir bei ihm ein. Hi Susanna, how are you? It's nice to see you. Es ist schön, dich wiederzusehen. 2 Jahre haben wir uns nicht gesehen. Wie du siehst, bin ich etwas älter und etwas dicker geworden, weil ich lange Ferien hatte, Corona-Ferien. Komm, ich zeig dir dein Zimmer. Hier steht Desinfektionsmittel. Und hier ist die Info zu den Abstandsregeln. Manche Gäste wissen das nämlich nicht, je nachdem, wo sie herkommen. Für dieses Jahr hatte Damir eigentlich große Erwartungen. Dann kam Corona und es hagelte Stornierungen. Vielleicht ist es schlimmer als der Krieg. Naja, Krieg ist Krieg, aber es ist wirklich eine sehr schwere Situation für uns alle. Wenn ich auf 5% der Buchungen vom letzten Jahr komme, ist das ein gutes Ergebnis. Damir wollte in diesem Jahr ein weiteres Apartmenthaus bauen, wollte dafür einen großen Kredit aufnehmen. Alles war vorbereitet. Aber ich habe gespürt, dass irgendetwas faul ist. Deshalb haben meine Frau und ich das Projekt verschoben. Wir haben unseren alten Kredit abbezahlt, statt einen neuen aufzunehmen.
Aus diesem Grund haben wir jetzt sehr niedrige Fixkosten. Unsere Freunde, die noch laufende Kredite haben, haben jetzt große Probleme. Sie müssen jeden Monat ihre Raten an die Bank zahlen. Und wenn du große Ausgaben hast, aber keine Einnahmen, dann wird das Loch in der Kasse größer und größer. Die Rückzahlungen der Kredite sind wegen der Krise gestundet. Für ein Jahr. Nur die Zinsen müssen bedient werden. Und danach? Drohen hier massenhaft Privatinsolvenzen? Ein, zwei Jahre kann man überleben, bevor man seine Sachen packen muss. Aber so weit denken wir gar nicht. Wir glauben, dass wir dieses Virus in den Griff bekommen, dass es ein Medikament geben wird. Oder dass wir einfach lernen, damit zu leben. Einige hier würden sogar jetzt noch weiter investieren, sagt Damir. Er dagegen hat alle Investitionen auf Eis gelegt. Leider ja, fürs Erste. Vielleicht für immer. Denn wenn wir von Corona eins lernen können, dann vielleicht, dass es nicht so wichtig ist, sich kaputt zu arbeiten. Vielleicht kann man es etwas entspannter angehen. Am Schluss ist Geld ja auch nicht alles. Damir versucht, der aktuellen Situation etwas Gutes abzugewinnen. Er hat jetzt mehr Zeit für seinen Sohn. Der Tourismus macht in Kroatien rund 25% des Bruttoinlandprodukts aus. Das ist der höchste Wert in ganz Europa. Die Corona-Krise trifft das Land besonders hart. Aber kann sie auch eine Chance sein? Einige Kroaten sagen ja. Sie wollen wir treffen und reisen auf die Insel Hvar. Hvar nennt sich selbst sonnigste Insel Europas. Seit 150 Jahren gibt es hier organisierten Tourismus. In diesem Jahr bleiben viele Strandliegen leer. Für die wenigen Urlauber, die hier sind, ein ungewohnter Luxus. Es ist tatsächlich was Besonderes, weil ja, die Ruhe und diese Entspanntheit, das ist absolut exklusiv. Also als wäre man ja, alleine auf einer Fläche, die man sonst niemals so für sich beanspruchen könnte, weil man sie mit tausenden anderen teilen müsste. Diese Gruppe von Freunden ist bereits zum dritten Mal auf Hvar. Was ist anders in diesem Jahr? Also zum Beispiel dieses Café wäre jetzt 100% voll gewesen, kein freier Platz. Und auch die Straßen, es gab wesentlich mehr Restaurants, die zu dieser Zeit auch einfach voll waren. Abends auch die Bars und Discos waren einfach überfüllt. Zum Beispiel das bekannte Hula Hula, diese berühmte Strandpartybar, war meistens schon von 4 Uhr nachmittags randvoll und die ist zurzeit komplett leer. Hvar ist bekannt für seine hippen Bars und Clubs. Im Hula Hula ist zurzeit kaum etwas los. Chillen ist erlaubt, Party machen noch nicht. Wegen Corona. Vor 2 Jahren sah es hier zur Hauptsaison so aus. Ab 23 Uhr dröhnte laute Musik durch das Zentrum von Hvar-Stadt. Junge Leute vom Typ Ballermann-Tourist ließen sich hemmungslos volllaufen. Die Alkoholtouristen sorgten immer wieder für Negativschlagzeilen. Hvar, die Partyinsel? Der Bürgermeister von Hvar-Stadt, Ricardo Novak, wehrte sich vor 2 Jahren gegen dieses Image. Er reagierte mit deutlichen Signalen. Wer im Bikini durch die Stadt lief oder sich auf öffentlichen Plätzen betrank, dem drohten hohe Bußgelder. Wir wollten die Leute nur mal Hinweis geben, ihr seid in der Stadt. Ihr seid nicht auf dem Strand. Sie haben gesehen, das Theater.
Sie haben gesehen, die anderen Gebäude, sie wissen viel über Geschichte von der Stadt und von der Insel. Und ich glaube, es ist nicht schön, wenn die Leute das ignorieren. Wenn die kommen und sagen, wir sind auf einer Partydestination, die wissen überhaupt nicht, wo die sind. Das ist das Schlimme. Nur herkommen, trinken und dann kommt ein Gast bei mir im Büro und sagt, ich wollte ein Ticket nach Hvar. Und der ist schon 3 Tage hier. Der weiß überhaupt nicht, wo er ist. Die Bußgeldschilder sollten vor allem abschrecken. Doch vor 2 Jahren zeigten sich viele Touristen davon recht unbeeindruckt. Der Taxibootfahrer Tonji Dulmovic berichtete uns damals, dass auch die größten Clubs auf der Insel sich nicht an Regeln hielten. Das sind so Disco-Clubs, die ich nicht beim Namen nennen möchte. Das wäre nicht besonders klug. Das sind Leute, die Beziehungen haben und Geld. Wir kleinen Leute, wir können niemandem was anhaben. Wir versuchen einfach nur, so gut es geht, zurechtzukommen. Aber die Regeln sind nicht für alle gleich. So Tonji Dumovic. Das war vor 2 Jahren. Heute hat sich das Problem offenbar von selbst erledigt. Weniger Flugverbindungen, weniger Fähren, keine Festivals. Das hält auch die Partytouristen fern. Wir treffen Tonji Dulmovic wieder, fahren mit seinem Taxiboot raus aufs Meer. Schauen Sie, gerade sind nur 3-4 Boote auf dem Wasser. Normalerweise wäre hier ein totales Gewusel. 50 bis 100 Boote wären jetzt unterwegs. Für Tonji ist es der erste Sommer seit langem, in dem er es etwas ruhiger angehen lassen kann. Er hat weniger Einkommen, aber auch keine Nachtschichten, keine Touren mit betrunkenen Partygästen. Ob sich in Sachen Partytourismus was verändert hat? Ja, wegen des Coronavirus. Jetzt liegt es an den Leuten hier zu entscheiden, wie es weitergeht. Wir sind gerade an einer wichtigen Weggabelung angekommen. Tonji wirkt auf uns recht entspannt. Wie so viele Kroaten, die wir während unseres Drehs getroffen haben. Macht er sich gar keine Sorgen? Das ist so. Wir sind Kinder des Krieges. Wir hatten hier vor 30 Jahren den Bürgerkrieg. Damals hatten wir 5 Jahre lang nur ganz wenig Tourismus. Es war so ähnlich wie heute. Damals sind wir fischen gegangen und haben auf den Feldern gearbeitet und haben so überlebt. Hier auf Hvar haben wir das Meer, wir haben Felder. Irgendwie werden wir schon zurechtkommen. Wie ernst die Situation ist, sieht man, wenn man durch Hvar Stadt läuft. Einige Hotels haben noch nicht mal aufgemacht. Wir hören von Betrieben, die normalerweise 50 Saisonkräfte beschäftigen würden und in diesem Jahr nur Bedarf für 15 haben. Kann aus dieser Krise auch etwas Gutes entstehen? Tonji Trubuhovic glaubt ja. Ihm gehört das White Rabbit Hostel, mitten in Hvar Stadt. Tonji ist selbst viel gereist und wollte einen Ort schaffen, an dem Menschen aus aller Welt zusammenkommen. Unser Ziel war es, etwas Cooles, Interessantes in unserer Stadt zu erschaffen. Aber die Wirklichkeit sah am Ende anders aus. Hvar hat dieses Partyinsel-Image und das hat mehr und mehr Partytouristen angelockt. 20-jährige Kinder, überwiegend aus Großbritannien, die keine Ahnung hatten, wo sie waren und einfach nur saufen wollten. Tonjis Hostel ist sehr beliebt. Aber mit der Art Tourismus, die er dadurch möglich macht, kann er sich nicht mehr identifizieren. Er hat neue Pläne. Nächstes Jahr will ich das Hostel zumachen. Ich will hier etwas anderes machen.
Als die Krise begann, haben viele um mich herum richtig Panik geschoben, haben gesagt, oh mein Gott, was wird bloß passieren? Für mich war es genau das Gegenteil. Ich habe die Krise als diese riesige Möglichkeit gesehen. Was wir vorher hatten, war kein gutes Tourismusmodell. Jetzt ist dieses System kollabiert und wir haben diese einmalige Chance, alles neu aufzubauen. Projekte zu starten, die gut sind für die Lebensqualität hier auf der Insel. Vorher ging es allen nur ums schnelle Geld. Tonji hat sein ganzes Leben auf Hua verbracht. Er will uns seine Insel zeigen, die so viel mehr zu bieten hat als Clubs und Bars und laute Musik. Hua hat ein jahrhundertealtes Erbe. Wir haben hier das älteste Volkstheater Europas. Vor 400 Jahren haben die Menschen sich hier schick gemacht und sind ins Theater gegangen, während im Rest Europas Kriege wüteten. Und 10% der weltweiten Lavendelproduktion war früher hier, auf Hua. Tonji hat große Pläne für einen radikalen Umbau des Tourismus. Zusammen mit einer Gruppe anderer junger Einheimischer will er brachliegende Felder rekultivieren, Biogemüse und Obst anbauen. Sie denken über Gesundheitstourismus nach und darüber, wie man Menschen anlocken kann, die von überall arbeiten können. Wir arbeiten an einem Sportcenter, an Glasfaser-Internet, damit wir auch im Winter Gäste haben können, sogenannte digitale Nomaden, damit wir 12 Monate lang Tourismus haben und nicht nur 5-6 Monate. Gerade haben wir die Chance, all die Infrastruktur aufzubauen für einen nachhaltigen Ganzjahrestourismus. Ein anderer Teil der Insel. Hier arbeitet man auch an einer neuen Version von Tourismus. Dieses Luxus-Öko-Hotel soll noch in diesem Sommer eröffnen. Der Fokus liegt auf Gesundheitstourismus, auf Menschen, die mit der ganzen Familie reisen und länger bleiben wollen, erklärt uns Projektmanager Zoran Pejovic. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir am Ball bleiben und mit einem besseren Tourismus aus der Krise herauskommen. Bewusster, achtsamer, indem wir darauf achten, wie wir uns gegenseitig behandeln, die Einheimischen, die Natur. Leider ist es noch kein weit verbreiteter Trend. Die Menschen hier hoffen, dass die Dinge auf magische Weise wieder dahin zurückkehren, wo sie vorher waren. Ich neige dazu zu sagen, dass Hoffnung keine gute Business-Strategie ist. Zoran spricht vor allem gut betuchte Gäste an. Sein Nachhaltigkeitskonzept kostet. Ob teuer oder günstig, Tourismus auf Hua soll künftig andere und vielfältigere Facetten haben als bislang. Hostelbesitzer Tonji hat genug Ideen. Statt Stockbetten könnte es hier irgendwann Yogastunden geben, einen Bioladen oder etwas ganz anderes. It's an emotional thing. Mit diesem Hostel verbindet mich sehr viel. Es ist schon hart, das aufzugeben. Wir haben hier alles selbst renoviert. Jedes Detail hat eine Geschichte. Jedes Zimmer hat einen Namen. Aber es ist Zeit, weiterzugehen. Es ist Zeit, ein paar Dinge zu ändern. Tonji wünscht sich ein breites Umdenken. Weg vom Massentourismus, hin zu mehr Lebensqualität für Besucher und Einheimische. Der plötzliche Stillstand durch Corona, er soll ein Wendepunkt werden. Ob das funktionieren kann, wird auch davon abhängen, wie lange die Krise andauert. Zurzeit wissen viele noch nicht einmal, ob sie dieses Jahr finanziell überstehen. Umso mehr hoffen sie, dass die Touristen schon bald wieder ins Urlaubsparadies zurückkehren.